Hallihallo, ich bin Nadine von Nadine Kreativ, unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und ich begrüße dich ganz herzlich zu einem neuen Videotutorial. Gestern am 1. Juli, das war ein ganz besonderes Datum, da ist nicht nur der neue Mini-Katalog Juli bis Dezember 2022 quasi offiziell erschienen, das heißt also du kannst seitdem aus diesem Katalog so herbstliche, winterliche Produkte bestellen. Gleichzeitig hat auch wieder eine ganz besondere Aktion begonnen. Das ist die Celebration. Die geht jetzt wieder 2 Monate lang, vom 1. Juli bis 31. August. Und das ist eben immer so eine ganz besondere Aktion, bei der du bei einem Bestellwert von 60 bzw. 120 Euro dir Gratisartikel aussuchen kannst. Ja, das sind jetzt zum Beispiel hier bei 60 Euro dieses Stempelset. Das heißt Hippe Grüße. Und passende Stanzform gibt es in dem Fall auch dazu, auch jeweils wieder bei 60 Euro Bestellwert. Und es gibt aber noch ganz andere Sachen, also zum Beispiel hier ein schönes Designpapier, ein Kartenset, ein weiteres Stempelset, wunderbares Designpapier, das habe ich auch in meinem letzten Video schon einmal vorgestellt. Und dann hier ein weiteres Stempelset, beziehungsweise Stanzformen zu einem Stempelset, das es im Katalog gibt. Und ein Stempelset und Designpapier zusammen. Das gibt es zum Beispiel bei einem Bestellwert von 120 Euro. Und das Schöne eben bei dieser Celebration ist, dass du diese Artikel, wie gesagt, je Bestellwert von 60 oder 120 Euro erhältst. Das heißt also, dass du tatsächlich auch mehrere bei einer Bestellung erhalten kannst, wenn deine Bestellung entsprechend groß ist. Und so habe ich mir zum Beispiel im Vorverkauf schon die Hippen Grüße, also Stempelset mit den passenden Stanzformen bestellt. Möchte gerne diese Karte mit dir basteln. Also mir sind jetzt die weihnachtlichen und herbstlichen Sachen auch immer noch ein bisschen zu früh, deswegen hier mal was Sommerliches noch. Und ich zeige dir gerne auch gleich noch zwei, drei andere Karten, die ich gemacht habe. Und zwar, vielleicht fangen wir mal einfach an. Hier habe ich ganz einfach mit einem Blending-Pinsel, also die Technik werden wir jetzt hier auch gleich anwenden noch, mit einem Blending-Pinsel einfach so ein bisschen Chili in die Kartenmitte gepackt. Ja, das süße Nilpferd gestempelt und mit den Stampin' Blends koloriert, in Chili und Weiß hauptsächlich gehalten. Ich habe jetzt hier mal noch gar keinen Spruch drauf gepackt. Es sollte ursprünglich eine Geburtstagskarte werden. Das finde ich aber auch so, wie sie gerade ist, ist das auch super als Dankeskarte geeignet oder um einfach mal liebe Grüße zu schicken, wenn man jemanden länger nicht gesehen hat zum Beispiel. Und ja, sagen möchte, dass man an ihn denkt oder an sie. Genau, dann habe ich hier eine weitere. Die hatte ich ursprünglich als eine Karte zur Geburt gedacht, aber auch hier kann das für... Da ist noch eben ohne Spruch, ist für verschiedene Anlässe gedacht sein. Passend zum Beispiel finde ich hier auch diesen Stempelspruch, du bist spitze. Und ansonsten natürlich alle wunderbar. Und hier habe ich eine Karte gemacht, auch mit dem Designpapier, was es in der Celebration gibt. Das habe ich auch hier mit den Stampin' Blends eingefärbt. Und zwar genau so, wie ich es in meinem letzten Video auch gezeigt habe, für diejenigen, die das gesehen haben. Nur, dass ich hier eben nur eine Farbe verwendet habe, das ist Babyblau, im Hintergrund hier Pazifikblau. Und das Süße ist, man kann eben dieses Nilpferd zum Beispiel eben als komplettes benutzen oder aber zum Beispiel auch hier, wie ich das jetzt bei dieser Karte oder bei dieser gemacht habe, hinter dem Boot oder dem Wasserfass sozusagen verstecken. Dann gibt es auch so wunderschöne Brillen oder Sonnenbrillen. Und zwar habe ich die hier so gemacht, dass ich zuerst in Pazifikblau die Brille quasi einmal ausgestanzt habe und mir dann noch einmal in Schwarz, sodass ich eben das Äußere in Blau hatte und dann das Innere auch noch einmal mit Schwarz hinterlegt. Ansonsten sieht es eben einfach so aus, als hätte das Nilpferd nur eine Brille auf. Und so denke ich, ist es eindeutig eine Sonnenbrille. Und das finde ich eben ganz niedlich und ja, dieses, ja, Produktpaket wollte ich dir gerne einmal jetzt vorstellen. Wie gesagt, das sind ja ein paar Beispiele und diese Karte möchte ich jetzt gerne mit dir basteln. Da habe ich, wie gesagt, einerseits das Stempelset, aber auch die passenden Stanzformen aus der Celebration verwendet. Du findest eine komplette Materialliste und eine kleine
kurze Anleitung dazu auch auf meiner Seite nadinekreativ.de. Ich packe dir den kompletten Link einfach auch in die Videobeschreibung. Das heißt, du kannst entweder ja dort noch einmal nachlesen oder eben die Sachen schon einmal vorbereiten und zurechtlegen und dann mit dem Video weitermachen. Ich würde sagen, damit können wir auch beginnen. Und zwar vielleicht einmal mit dem Nilpferd. Und zwar stempel ich mir das auf normalstarken Farbkarton mit Memento-Tinte. Ich habe mir das hier einmal schon aufgezogen. Gehe mit der Memento-Tinte ausnahmsweise mal so rum auf den Stempel. Ich finde, das funktioniert bei dem immer am besten. Lasse das ganz kurz trocknen und mache in der Zwischenzeit schon mal die nächsten Schritte weiter. Und zwar vielleicht die Zuschnitte für die Karte. Und zwar, wie gesagt, einmal den Farbkarton im Grundweiß mit ja, der extra starken Stärke sozusagen. Das sind die ganz normalen Kartenmaße, die ich benutze, und zwar 14,8 cm mal 21, gefalzt in der Mitte bei 10,5. Dann als nächstes in Pazifikblau mit den Maßen 13,8 mal 9,5 und zu guter Letzt die normale Stärke des Farbkartons in Grundweiß mit 13,3 mal 9 cm. So, dann hoffe ich doch, dass das hier einigermaßen angetrocknet ist, dass wir hiermit direkt weitermachen können. Und zwar koloriere ich das Nilpferd mit den Stampin' Blends. Ich bin ja zugegebenermaßen jetzt kein Profi im Kolorieren, finde aber die Stampin' Blends super gut für genau solche Sachen. Ich hoffe auch, wenn du noch eine kleine Angst oder Scheu vor diesen Stiften hast oder vor dem Kolorieren allgemein. Ja, das waren tatsächlich meine ersten Stifte zum Kolorieren und ich habe mich einfach mal getraut, das zu machen und bin in der Regel mit dem Ergebnis auch ganz zufrieden. Daher kann ich nur empfehlen, auch wenn du vielleicht selber auch nicht so ein großer Fan bist. Aber ich finde einfach, diese Nilpferde sind so niedlich, da konnte ich nicht dran vorbeilaufen und ja, so sehen die natürlich einfach ein bisschen kahl aus. Ich fange jetzt an mit dem Stampin' Blend in hell Schiefergrau, also die gibt es ja immer im Kombipack, hell und dunkel. Das ist jetzt einmal der helle Schiefergrau und gehe hier am Rand des Bauches lang mit dieser ja, schmalen Spitze und gehe dann mit dem Farbaufheller, so heißt der korrekt, vom Rand ein wenig ins Innere. Das heißt, ich verblende mir jetzt sozusagen ja, das Grau, das ich am Rand aufgetragen habe. Gehe einfach um die komplette Fläche, damit das nicht so fleckig aussieht. Und mache das Gleiche jetzt auch noch mit ja, der Schnauze quasi, das Nilpferds. Beziehungsweise der kriegt auch noch so kleine Wänkchen mit dem hellen Blütenrosa. Also hier so eine kleine Kugel, da eine kleine Kugel. Und auch hier dann mit dem Blender drüber, mit dem Farbaufheller.
Vorsichtig, hier den Mund spare ich aus, ja, weil so ganz bisschen grau kommt ja doch ins Innere. Und das sitzt tatsächlich sehr dezent, das siehst du wahrscheinlich genauso und deshalb gehe ich jetzt auch noch einmal mit dem dunkleren Schiefergrau am äußeren des Nilpferds lang. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man hier nicht ganz so akkurat ist. Das ist das Gute, das verzeihen einem diese Stifte auch sehr gut. Und, oh, das war jetzt der andersrum, das war der dunkle, Entschuldigung, jetzt müssen wir mal mit dem dunklen drüber gehen. So. Und gehe dann mit dem hellen wiederum, auch vom Rand, in die Mitte. Und damit kannst du hier so wunderbar Schattierungen erhalten. Und je nachdem, wie stark du es gerne haben möchtest, kannst du natürlich auch nochmal mit dem dunklen auch über die Ränder noch einmal drüber. Ich mache das jetzt hier aber gleich mit dem oberen Stückchen weiter, weil ich mit dem unteren eigentlich auch soweit schon zufrieden bin. Und auch hier gehe ich wieder zuerst mit dem dunklen über den Rand oder am Rand entlang, besser gesagt, und verblende damit dem etwas helleren. Schön ist halt eben, die Stifte sind so ganz leicht feucht noch und dadurch kann man das so wunderbar ineinander laufen lassen. Hier könnte ich jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen drüber gehen. Dann bekommt ihr auch noch ein bisschen was Rosanes in die Öhrchen. Und dann kann das einmal kurz trocknen, bevor ich es gleich ausstanze. Die Stifte kann ich beiseite packen. Das lasse ich, wie gesagt, kurz trocknen. Und schaue einmal, was wir als nächstes brauchen. Ich würde sagen, als nächstes beginnen wir mit der Kartenfront. Und zwar mit dem Hintergrund. Auch hier benutze ich die Blending-Pinsel, die ich im letzten Video schon einmal gezeigt habe, und zwar mit den Farben grüner Apfel und Babyblau. Ich benutze das Babyblau für den Himmel. Während ich bei meinem letzten Video noch gesagt habe, immer schön von außen nach innen, ist das natürlich jetzt schwierig, weil ich gerne nur ein bisschen Farbe im Inneren haben möchte. Aber auch hier beginne ich jetzt mit weniger Druck, damit ich jetzt nicht zu viel Farbe plötzlich an einer Stelle habe und erhöhe den Druck dann ein wenig. Und dann gehe ich hier so mit kreisenden Bewegungen ungefähr bis zur Hälfte. Ja, ist mir vielleicht noch ein bisschen wenig. Mache das gleiche also noch einmal, so lange, bis eben die Farbe ausreichend für meinen Geschmack ist. Auch hier bei jedem Mal wieder auftragen, erst vorsichtig, mit wenig Druck und dann stärker werden. Ja, es geht jetzt nur darum, dass es eben nicht so langweilig weiß im Hintergrund aussieht, sondern ein bisschen Farbe hat. Und ich denke, so kommen wir der Sache langsam näher. Ich schau mal, ich mache erstmal mit dem Grün weiter, ob das dann ausreichend ist. Das ist jetzt grüner Apfel.
Ja, der grüne Apfel ist tatsächlich ein bisschen intensiver, deswegen gehe ich auch mit dem Blau noch einmal drüber. Aber ich denke, das reicht auch. Also dann machen wir weiter mit den Stanzformen, die wir benötigen. Und zwar das einmal dieses Fässchen. Das stanze ich mir aus Metallicfolie in Silber aus. Das Nilpferd selbst natürlich. Ja, das ist das Richtige. Die Wassertröpfchen in Babyblau. Und dann habe ich noch das Set bestehend aus Taucherbrille und Schnorchel, das ich wiederum in Pazifikblau ausstanze. Ja, da das hier sehr, sehr feine und filigrane Sachen sind, würde ich jetzt empfehlen, dass du dir ein Stück Pazifikblau nimmst und mit dieser ja, mit dieser dünnen Folie dahinter klebst. Du kannst natürlich auch so direkt stanzen und dann aufkleben, aber ich würde das hier einfach empfehlen, weil das doch sehr fein ist. Das gleiche vielleicht auch einfach gleich für diese Tröpfchen. Das heißt, hier hinter dieses kleine Stückchen Rest, den ich hierfür schon benutzt habe, klebe ich mir jetzt ein bisschen was von der Folie. Ja, das muss ja nur so groß sein, dass das drauf passt. Dann ist das die Schutzfolie, die kann einmal weg. Und das wiederum auf den Farbkarton hier hinten drauf. Ja, ich schneide mir das hier vorsichtshalber einmal gerade ab, damit mir das jetzt nicht gleich auf der Stanzmaschine kleben bleibt. Ich stanze das also, wie gesagt, mit den Wassertröpfchen aus. Dann brauche ich ein bisschen in Pazifikblau. Ja, du kannst natürlich auch gleich den Bogen benutzen, den du hier hinter klebst, da man ja am Ende nicht sieht, dass du da vielleicht Material gespart hast. Ich finde es jetzt aber einfacher, wenn ich mir ein Stückchen hier direkt an den Rand packe. Stanze also diese beiden Dinge aus. Und wie gesagt, aus der Metallicfolie in Silber habe ich auch noch ein kleines Stückchen diese Wanne. Dann zu guter Letzt noch dieses Nilpferd. Und damit bin ich gleich wieder bei dir. So, und wenn ich diese Sachen jetzt alle habe. Kann ich gleich auch alles zusammensetzen. Vielleicht gehe ich aber auf Nummer sicher und stemple zuerst den Spruch. Und zwar habe ich hier passend natürlich zum Motiv mal abtauchen wirkt Wunder gewählt. In Pazifikblau wiederum. Den setze ich mir hier so oben schräg irgendwie etwas drauf. Und setze dann den Rest eigentlich nur oben drauf. Du kannst natürlich nur das süße Nilpferdchen, wie gesagt, auch so verwenden. Es passt aber auch super gut genau hier in dieses Fässchen, in die Wanne rein. Ich schaue einmal kurz, wie hoch ich ungefähr gehen muss, dass das alles passt. So. Ja, vielleicht muss ich mit dem Grün sogar noch ein kleines bisschen tiefer.
und dann sollte das aber auch passen. Dann klebe ich mir zuerst mit Flüssigkleber direkt das Nilpferd auf. Dann mit den kleinen Dimensionals. Das Fass obendrauf. Oder die Wanne besser gesagt. Ups. Daraus spritzen jetzt diese Wassertröpfchen, und zwar der große vorne raus. Ja, wie gesagt, du kannst jetzt natürlich entweder mit dem Kleber, Flüssigkleber arbeiten oder hast von vornherein schon diese süßen Tröpfchen auf dem, ja, auf der Folie, auf dieser Klebefolie drauf. Dann geht das natürlich wesentlich leichter. Und du hast eben nicht diese typischen überstehenden Kleberreste, die dann irgendwie unter dem Papier dann hervorlugen. So, jetzt zu guter Letzt noch Schnorchel und Brille. Die süße Taucherbrille. Und wie gesagt, der Schnorchel. So, dann klebe ich den Rest einfach nur noch zusammen und dann ist unsere Karte auch fertig. Und zwar unsere Kartenfront oder der Aufleger auf die Mattung. Schaue, dass hier der Rand überall etwa gleich groß ist. Und klebe das wiederum zusammen auf die Kartenbasis. So, und damit ist diese süße Nilpferdkarte auch fertig. Wie gesagt, ich finde sie jetzt super schön sommerlich. Zeig dir gerne wieder auch einmal nochmal die anderen Beispiele, die ich damit gemacht habe. Ist auch gar nicht wirklich aufwendig und sehr kompliziert. Aber wie ich finde, doch sehr vielfältig einsetzbar. Und das finde ich eben super schön an diesem neuen Set aus der Celebration. Wie gesagt, die Celebration selbst ist gültig vom 1. Juli bis 31. August. Beziehungsweise, das muss man leider mal dazu sagen, solange der Vorrat reicht. Wenn dir die hier verwendeten Materialien also gefallen, kannst du sie auch sehr gerne bei mir bestellen. Wie gesagt, Stempelset bei einem Mindestbestellwert von 60 Euro und das gleiche gilt auch für die Stanzform. Das heißt, wenn du also für mindestens 120 Euro bestellst, kannst du dir sozusagen dieses komplette Produktpaket bestehend aus Stempeln und Stanzen gerne als Gratisgeschenk dazu bestellen. Ich hoffe, du hattest auch mit dem heutigen Video wieder viel Spaß. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir ein Däumchen nach oben gibst oder gar kommentierst. Wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest und meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann klicke doch auf Abonnieren und aktiviere Glocke. Und wenn du weitere Beiträge von mir sehen möchtest, schau doch bitte gerne auch einmal auf meiner Seite nadinekreativ.de nach, beziehungsweise bei Instagram findest du eigentlich die meisten Sachen von mir und einige auch noch auf Pinterest. Ich hoffe, du hattest viel Spaß und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, genieße den Sommer.
Alles Gute, deine Nadine Kreativ. Tschüss.